In the mood. Yes. Yago. Hello. Yeah, you do good in the practice. Thank you. Looks pretty nice. Thank you very much. All the best luck for you. Thank you. Ja, Stefan. Wo ist Stefan? Der ist da drüben, guckt dir den Motor an. Ah. Oh. Crazy. Oh, hello. Oh. That looks horrible. Stefan, sehr gut im Training, sehr schnell unterwegs gewesen. Ja, perfekte Starts. Balance perfekt, konnte man von oben sehen, vom Turm, da hat man eine richtig schöne Sicht. Und du fühlst dich wohl, ne? Du, ich fühle mich immer wohl. Wenn ich auf dem Motorrad bin, bin ich happy. Ja, und vor allen Dingen Schädel ist ja auch eine Nummer, da kommst du immer gut klar, ne? Du, eigentlich schon. 2019 hatte ich hier den Challenge gewonnen. Aber du, jeder Tag ist ein neuer Tag. Und ich fahre hierher, um vorne zu fahren. Und dass mein Fokus, wenn es klappt, klappt. Und wenn nicht, ja, dann kann man das nicht ändern. Aber wir werden mal ein Auge draufhängen. Wie bitte? Wir werden mal ein Auge draufhängen. Ja, alles. Und viel Glück. Danke dir, Egon. An engine explosion in practice. I watched that, sounds horrible and could be very expensive. Exactly, it's very expensive. That's, have you got one in spare? An engine in spare? I have one engine more, but not enough. Not so good. This one. Not this so fast. Not much better, much faster. I wish so much faster because and also stronger. But anyhow, all best with the one single reserve bike. Yes, one single reserve bike, that's about the speedway and sometimes something. From Manu Hummel here. Oh yeah, 666. From Manu Hummel, I have a little present for you. I have a little present for you. Have a look what is inside, what you think what it is. That's the chain from Vuelta. Kills your maximum. Yeah. You flyer, you absolutely flyer. Yeah. Romano, what do you think about this race? It's a very long, fast track. Yeah, it's a good track. Yeah. And it's a sand where we have a good grip on the track and yeah, it's make a start here. Yeah, you have and to if make you lose a start, the start, yeah. You lose the race. Yeah. That's focus number one, make start and go. Focus number one, yeah. Right, yeah. All the best to you. Thank you. We watch you, keep an eye on it, yeah. Bikes are really pretty fast. Mechanics from a Dutch Rocket. So many years on top. Mr. Theo Piper. Theo, how is it going? Yeah, not too bad, how are you? Yeah, okay. Practice looks good, yeah. Yeah, it was okay. We changed an engine because I was not 100% happy. Hopefully this one is better. Mm-hmm. And what do you think about this new track, sir? This make it a little bit harder. Yeah, okay? It looks good, and I think the rain last week helped the track very good. So it's chisel, so it's you know, yeah, dirt. So hopefully make good starts, and then we'll see what happens after. Yeah. All the best. Thank you. Ladies and gentlemen, the bomber has a little bit problem. The clutch is in all thousand pieces, and here's the rocket from England, Chris Harris. Okay. The bomber, you're doing good. Yeah, I watched you today. I'm on the tower. Oh yeah. And so. Am I looking alright? You're flying around. Yeah, yeah. I'll try. And you've got a fighting style. People love it, you know. That's good. No, never give up. That's the plan. Try as hard as possible. And I hope you're lucky. Hopefully we need a win. Yeah. Time my apple. It's been long enough. All the best, mate. Cheers, buddy. Much done, is it? Mika Meyer, ich beobachte das mal so in letzter Zeit. Du machst da richtig Fortschritte, du liebst den Sport. Langbahn ist was ganz Tolles für dich, ne? Ja, wirklich. Geht, jedes Jahr geht es besser und dieses Jahr bin ich für das erste Mal in Grand Prix. Also. Ja, besser geht's nicht, ne? Nee. Und was hast du dir jetzt vorgenommen? Was denkst du, kannst du erreichen heute? Heute? Boah, weiß ich nicht. Ich habe kein wirklichen Ziel, aber ich hoffe, dass ich beim ersten 8, 7 doch komme. Ja, Maschinen sehen gut aus, schnell und du bist fit. Ja. Alles Glück der Welt. Ja, danke. Mika Meyer. Ja,
ist die Maschine von Lukas Finhage. Ist ein bisschen in sich gekehrt heute, ein bisschen ruhig. Ja, die Saison war natürlich auch ein bisschen durchwachsen, auch ein bisschen wehgetan. Aber du hast dir bestimmt viel vorgenommen in Schäfer hier beim Grand Prix 3, ne? Ja, natürlich. Also heute kommt es drauf an, da musste ich wieder Fuß fassen und Anschluss finden an die anderen. Im ersten Grand Prix leider ein Zhezhov gestürzt, in Führung liegend in einem Lauf. Dann kam eine alte Verletzung wieder hoch mit meiner Rückenverletzung. Erstes Motorrad lief dann nicht mehr, beziehungsweise war dann krumm, musste ich auf Ersatzmotorrad. Alles nicht ganz sauber gelaufen. Mühldorf natürlich viel, viel besser gelaufen, nur leider im Finale dann ein bisschen den Start vergeigt oder mal allgemein den ganzen Tag. Heute kommt es auf die Starts drauf an. Die müssen passen, müssen wir loslegen. Und das sehen wir im ersten Lauf. Ja, und wir sehen alle, dass du ein Top-Team hast. Es funktioniert alles von der Mechanik her. Toi, toi, toi! Sporthimmel, Jakob, Rastede. Hat kein Mensch geglaubt, dass du das gewinnen kannst. Nee. Nobody believed it. Nee, das hatte ich nicht selber geglaubt am Anfang, glaube ich. Aber ja, war ganz gut am Ende. Aber diese Bahn, die weißt du, ist ja auch hat Tücken. Man muss einen ganz speziellen, idealen Radius fahren, ja, um unten die Fahrerlagerkurve richtig gut zu nehmen. Und das hast du ganz schnell rausbekommen, ne? Ja, das war ganz gut. Ja, das konnte man sehen. Das war dein Rezept. Da hast du richtig schnell gefahren. Vielen Dank. Ja, für heute viel Glück, mein Lieber. Vielen Dank. Und natürlich ein alter Bekannter, Zdeněk Schneiderman, Europameister und so viele internationale Rennen gefahren. Aber du betreust heute jemand anders, ne? Ja. Das ist deine neue Rakete hier, ne? Schneller Fahrer. Wie war Training? How was the training? Nein, er war gestern Rennen in Lolo, Ludwigslust. Aha. Keine Training und nach Start. Ja. Und der gut prepared, Engines, alles gut? Ja, Motoren? Motoren okay? Ja, sehr gut. Sehr gut, okay. Ja, man muss Erfahrung sammeln. You have to learn the experience on riding on long track. This is a little bit different story here. Yeah, this track is very, very fast here. All the best and good luck. I will try, thank you. Aber schön, den Zdeněk Schneiderman mal wieder zu sehen. Zdeněk. Viel Spaß! Ja, danke. Ja, nach Fest kommt ab, ne? Hendrik? Ja. Aber das hast du gut drauf, ne? Ja. Das hat jahrelang bei Bernd geschraubt, ne? Korrekt. Genau. Von meinem besten Freund natürlich auch was von gelernt, ne? Genau. Henry, kann da stehen. Auch ein ganz schneller Mann, super Motorräder, top in Schuss. Hast du dir viel vorgenommen heute? Ja, dasselbe fahren natürlich heute. Aber wenn was ausfällt oder eine Startbahnberührung, dann greifen wir an. Dann genau. Fünfmal die Chance einzukommen. Aber dann, ja, wenn das ins Startfeld kommt, dann gehen wir 100% davor. Genau. Motoren sind gut, trainieren war gut. Und die Strecke hat sich gut gehalten. Ja. Super. Und der Verein hat hier gute Arbeit gemacht. Wetter gut. Und jetzt müssen die Leute kommen und dann müssen wir die Party zusammen machen. Genau. Viel Glück, mein Lieber. Danke. Mit der Sonne oder gegen die Sonne? Zwei, die genau wissen, wovon sie reden. Jahrelang hier auch voll Gas gegeben. Hans-Otto Pingel rechts und André Poulin, Vize-Weltmeister. Ja, und immer schnell unterwegs. Gerade so eine kleine Revival-Geschichte auf Facebook. Überall sieht man alte Bilder von dir, wo du sogar vor Egon Müller mal stehst als Sieger und Simon Wick. Da hast du richtig Gas gegeben, André, ne? Du? Ja, da war der nicht schnell genug. Da waren wir nicht schnell genug. Genau. Nee, ne? Ja, und das Wetter. Ja, war eine tolle Zeit auf jeden Fall, klar. Wetter ist gut. Ja. Hast du Training gesehen? Ja, klar. Hast du einen Favoriten? Du, ich bin da ganz, ganz ehrlich, der Kadi, der ist ganz schön schnell gewesen. Tebbe auch. Ja. Und der Engländer, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Harris. Oder der andere? Harris. Ja, Harris, genau. Guck mal nach. Ja. Hans Otto, der Bomber, immer sonst genau. der leise Trainer. Nie meldet er sich irgendwie unaufgefordert zu Wort. Aber heute hat er jetzt mal was gesagt. Hans Otto. Du hast auch schöne Erinnerungen an diese Rennbahn, ne? Oh ja, ich bin hier zu gerne gewesen. Ich habe mich immer gefreut, wenn ich hier fahren durfte. Ja. Und auch ganz tolle Erfolge dabei gehabt manchmal, ne? Ich war nie auf dem Podest ganz oben, aber so zweiter, dritter war ich wohl schon öfter mal. Ja, wir wünschen euch viel Spaß mit diesem Rennen hier und toll, dass ihr dabei seid, Jungs. Dankeschön.
Ja, Herr Hubermann, immer im Stress und gejagt Egon, von du allen weißt Leuten. Schöne Fragen und so weiter. Und du kriegst ja auch immer nette Fragen und gibst, soll beantworten. Und ja, was soll ich sagen? Toller Tag hier. Super, dass er heute vor 48 Jahren der legendäre Weltmeister Egon Müller hier vor Ort ist. Oh Gott. Ich habe das heute Morgen in der Dusche, habe ich das mal durchgezählt. 1974, das passt nämlich ganz genau. Und ja, schön, dass du auch dabei bist. Im Vorfeld hier für die Veranstaltung Werbung gemacht hast. Und bei diesem Hammer-Fahrerfeld, was wir heute erleben, denke ich mal, also ich möchte jetzt im Moment keinen Tipp abgeben, Egon. Nee, kann man auch nicht. Und die Dichte ist so groß, aber was ich festgestellt habe, ist, dass die Bahn absolut, wer den Start macht, hat noch nicht gewonnen, weil es ist möglich, außen zu überholen. Du hast Banking in der Bahn, du hast überall Griff. Deswegen hoffen wir und vor allen Dingen auf Freie. Wie geht das? Danke. Wir haben es auch gar nicht. Kann interessiert auch gar nicht, was da alles passiert. Eckart Kosloff, ja. Die Ruhe vor dem Sturm. Die Ruhe vor dem Sturm. Und ihr habt eine wunderbare Arbeit abgeliefert. Die Bahn, die Fahrer, ich habe sie alle interviewt. Ja. Durchweg sind sie zufrieden mit dem Verlauf. Ja. Sie fährt sich nicht so auf, auch in der Startposition. Die Rillen werden nicht so tief. Ja. Da hat man ja immer das große Problem gehabt, dass man nicht mehr weiß, in welche Rille stelle ich jetzt rein. Ja. Ohne dass der Motor aufsetzt. Also wunderbare Arbeit abgeliefert. Da hast du auch, glaube ich, mit Hand angelegt. Ja, wir haben wirklich hier wochenlang gearbeitet. Das war natürlich für uns eine Herausforderung hier. Jetzt haben wir ja das Finale 3 der Langbahn-Weltmeisterschaft, was wir ja durchführen. Und wie wir ja alle wissen, werden natürlich ganz schön hohe Anforderungen durch die Firmen gestellt. Und die wollten wir natürlich erfüllen, haben wir bis jetzt immer erfüllt. Und deswegen haben wir viele, viele Stunden hier gearbeitet und freuen uns, dass eigentlich wir erstmal ein gutes Wetter haben heute, dass eigentlich, denke ich, auch viele Zuschauer kommen und wir gute Pferderennen fahren können. Das war wichtig. Ne? Und dann wünsche ich mir viel Glück, dass alles hält. Ja, ich danke dir. Nachmittag mit uns. Ja, ich freue mich ganz besonders drauf. Und natürlich habe ich eine ganz ehrenvolle Aufgabe gleich mal. Und jetzt feige deines Amtes. Ich möchte mich nochmal dafür bedanken, für den Einsatz unserer Helfer vom MSC Eigenring. Es war schon eine harte Sache. Wir hatten immer schöne hohe Temperaturen. Es hat uns Spaß gemacht. Und ich freue mich, dass so viele Zuschauer heute den Weg zum MSC Eigenring gefunden haben. Vielen Dank, Herr Kosloffi. Auch ich darf Sie ganz herzlich zu diesem Langbahnrennen begrüßen und freue mich, so viele Gesichter hier zu sehen. Ich habe gerade schon zwischen den Reihen gesessen und auch gerade bei den Älteren, die sich da gegenseitig anstupsen und sagten, hey, wann bist du denn gefahren und in welcher Liga bist du gefahren? Das ist für mich auch total spannend. Ich bin komplett neue Bürgermeisterin der Gemeinde Schesel und freue mich, dass wieder ein Highlight, ich kann ruhig sagen, über die Grenze von Schesel hinaus international stattfinden darf und dass so viele begeisterte Fans heute auch bei diesem tollen Wetter an dieser Stimmung teilnehmen. Und ich kann mich meinem Vorredner nur anschließen und sagen,
Der Bessere möge gewinnen und ein faires Rennen heute und allen ganz, ganz viel Spaß. Es ist angerichtet und jetzt wollen wir es krachen lassen. Und der Kerbe fährt hier stramm von außen an die führende Position. Dahinter Romano Hummel. Ja, was? Aber der Mann mit dem weißen Hemd, Zach Whitenack, der übernimmt hier die Führung vor Jakob Bukabe. Und ja, wer ist das mit dem roten Hemd? Teruano. Also das war schon ein starkes Stück. Ja, Fabi Wachs hat da so ein bisschen das Nachsehen. Leider, leider. Das ist hier das internationale Format. Aber jetzt, was macht die Schlacht? Er kommt hier wieder nicht als erster aus dem Band, aber in der ersten Ecke ist er vorne. Das ist ein Wahnsinnsmacker. Alter, was ist das da eng? Was geht das da knallhart zur Sache? Aber Romano Hummel, der hat mit all dem nichts zu tun. Der schüttelt sich und fährt vorneweg, gefolgt von Jakob Bukabe, so wie es aussieht. Schauen wir mal. Ja, und da behaken sie sich und kann Lukas Wienhage da mitmischen. Er beschummelt sich da, ja, innen. Er ist an der dritten Position, macht sich da aber auf und startet da schon mal einen rustikalen Angriff, der hier auch zum Erfolg führt. Ja, vorne Mathieu Trezeguet, aber dann kommt Lukas Wienhage und das ist natürlich aus deutscher Sicht einfach nur cool. Lukas Wienhage an der Spannung. Und zwar möchte ich mich bei einem Menschen in Gedanken bedanken, der ganz viele Jahre hier den Verein treu unterstützt hat mit seinen ganzen Vorpartner-Traktoren, die Bahn in einem hervorragenden Zustand immer wieder gebracht hat. Und habe auch einige Fahrer tatkräftig unterstützt, beispielsweise mich hat er auch unterstützt. Und immer wenn ihr Training war, nur für mich oder für meinen paar Rennfahrerkollegen, dann hat er hier die Bahn extra für uns vorbereitet. Und ich denke, viele kennen ihn noch, deshalb meine Gedanken sind heute, war nicht nur, weil ich sagen oder den Brennholz-Mann hier unten sitzen sehen habe, heute gehen meine Gedanken in Richtung Wilfried Wahles. Brennholz-Manni ist ja so ein Typ, er hat immer noch das Wilfried Wahles-Abzeichen in der Brusttasche von seiner Firma. Ja, und Wilfried, das war sehr schade, der hat sehr viel getan für den Sport, Brennholz-Manni, oder nicht? Der war so euphorisch und das war sein Ding. Und er wird es vermissen und wir auch. Und wir werden ihn aber ganz, ganz ehrenvoll in Erinnerung behalten, weil er war so ein Guter, er hat so viel Spaß daran gehabt, auch Leuten zu helfen, die irgendwie in Schwierigkeiten waren. Ja, der ist ja, da war neulich noch so ein Film bei Gut und Blind, Radio Bremen, und da wurde er auch integriert und wie das hier in Gang kam und so. Der ist hier mit verbunden. Wir sind ja auch mit dieser Bahn groß geworden. Ich war 5 Jahre alt, mein Bruder 2-3 Jahre älter. Er hat das von Anfang an hier mitgetüdelt und immer begeistert, immer jovial, hat alle Leute auf die Bahn gelassen, was es erzählt. So eine Typen sind selten.
Ja, geile Bahn, geile Stimmung
Kubelhofen. Auf dem dritten Platz, ja, den muss man immer auf dem Zettel haben, dänischer, ja, Youngster, ein Brenner. Ich habe ihn in dieser Saison schon ein paar Mal ansagen dürfen, auch schon ein paar Mal aufs Treppchen. Yay! Den Tarnika, danke, aber ja, ist noch, ne? Von dem werden wir noch einiges sehen. Ja, und, also was ich immer auch faszinierend finde hier an Schäfer ist, die lassen sich immer was einfallen. I was talking to Romano this morning, I said, you're a beautiful rider, you got your equipment so perfectly tuned up and everything, and your mechanics are beautiful, and if you're clever enough, you do good starts, you can do it. Congratulations on Ja, das war schon ein verschärftes Finale. Meine Damen und Herren, zu Ehren des Siegers hören wir.